Die Skigaudi ist unser Job, so ist das Motto der Brunnalm Hohe Veitsch. Am Montag, den 2. März, wurde in Kooperation mit dem ÖSV und dem Wintersportverein Veitsch der erste St. Barbara Kinderschneetag gemeinsam mit den Freizeitbetrieben Veitsch im Skigebiet Brunnalm Hohe Veitsch initiiert. WSV-Obmann-Stellvertreter Roland Kotgasser und sein WSV-Team errichteten gemeinsam mit dem Ski-Veitsch-Team verschiedene Stationen für die teilnehmenden Kinder. Für das WSV-Team war es ein Riesenspaß, den ersten Kinderschneetag auf der Brunnalm zu organisieren. Regierungskommissär Jochen Janze freute sich ganz besonders, dass alle Kindergärten und Volksschulen aus der Region am ersten St. Barbara Kinderschneetag teilgenommen haben und begrüßte über 200 Kinder aus der Region auf der Brunnalm Hohe Veitsch. Mit dem Kinderschneetag sollen die Jüngsten für das Erlebnis Schneesport begeistert werden. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen? Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder auf die Pisten kommen, dass sie Skifahren lernen, dass sie einen spaßigen Tag haben. Der Wintersportverein Veitsch hat natürlich heute viele Stationen gemacht, für Geschwindigkeitsmessstrecken, zu einem Riesentorlauf gesteckt, zu Schanzen und, dass wirklich Spaß haben und auch ein ganzes Spektrum von Skifahren einmal kennen und sehen. Nachdem dieser Skitag so gut angenommen wird, wird er wieder veranstaltet? Also wenn es nach mir geht, können wir den sofort wieder veranstalten. Es ist schön, dass die Kinder da sind und das sollten wir auch weiter in den nächsten Jahren so verfolgen. Natürlich war auch für die Anfänger gesorgt, denn wer keine Skiausrüstung hatte, bekam diese kostenlos im Skifight-Skiverleih zur Verfügung gestellt. Jörg Felber und sein Team von der Skischule Felber halfen den Skianfängern bei den ersten Schwüngen. Für die Jause war auch bestens gesorgt. Sparbing Veitsch und das Gamsmuggel-Bar-Team verköstigte die Teilnehmer und am Ende gab es für alle Teilnehmer eine Urkunde und tolle Geschenke. Welcher Aufwand muss für so einen Kinderschneetag betrieben werden? Naja, da geht es nicht um den Aufwand, da geht es auch nicht um die Organisation, da geht es um die Leute, die da beteiligt sind und das ist grandios, muss ich sagen. Also da gilt einmal der Dank an das Team von der Brunnalm Hohen Veitsch, die das Ganze ja bewältigt haben, heute die Vorbereitungen zu treffen, dass das überhaupt alles mit den Stationen, die aufgebaut sind, bewältigbar ist und möglich ist. Das hat ja schon Vorbereitungen gegeben, sei es an der Wellenbahn, ein bisschen Schanzen an Vorbereitungen etc. Da gibt es einen weiteren Dank natürlich an den WSV, an den Obmann, den Roland Kotgasser mit seinem gesamten Team, die heute ja fast vollzählig da sind und die Vorbereitungen ja schon länger haben, in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Skiverband, der das auch ermöglicht, dass es die Kinderschneetage gibt. Es soll ja ein Skigaudi sein bei uns auf der Brunnalm und ihr kennt ja unser Motto, der Skigaudi ist unser Job und es macht uns wirklich Spaß. Am Ende waren sich alle einig, es sollen unbedingt weitere Kinderschneetage auf der Brunnalm Hohe Veitsch stattfinden.